Kurzvideos kennen wir mittlerweile von jeder Social Media Plattform. Hier auf YouTube beispielsweise gibt es die sogenannten YouTube Shorts. Auf Instagram kennt mittlerweile jeder die Instagram Reels. Ja, selbst Facebook hat mittlerweile Reels eingeführt und TikTok ist eine Plattform, die sogar nur aus Kurzvideos besteht. Der große Vorteil dieser Videos ist es, dass man organisch, das bedeutet ohne Geld auszugeben, unglaublich viel Reichweite aufbauen kann und man dafür einfach kein Geld bezahlen muss. Und das liefert natürlich gerade für Unternehmen, Online-Shops, Personenmarken unglaublich große Vorteile. Und aus diesem Grund möchte ich dir heute in diesem Video erklären, wie du mit Kurzvideos wirklich über 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. Bevor wir jetzt direkt Schritt für Schritt einmal anfangen, kannst du gerne an dieser Stelle einmal den Kanal abonnieren. Und wenn du mit mir allgemein zusammenarbeiten möchtest und möchtest, dass ich dich bei deiner Selbstständigkeit an die Hand nehme, check gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung ab. Als erstes gilt vor allem eine Sache, die unglaublich wichtig ist zu verstehen. Und zwar der Markt für Online-Marketing, Social-Media-Marketing im deutschsprachigen Raum ist unglaublich groß. Ja, es gibt circa in Deutschland 3,5 Millionen Unternehmen und nur die Hälfte von diesen Unternehmen ist bereits auf Social Media vertreten. Und die wenigsten von diesen Unternehmen, die auf Social Media sind, nutzen eben Kurzvideos. Und Kurzvideos sind aber das absolute A und O, wenn man auf Social Media Reichweite aufbauen möchte. So, jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, wie verdient man denn genau damit jetzt Geld? Und zwar ist das Ganze relativ simpel. Du bietest den Unternehmen genau das an. Ja, du bietest den Unternehmen an, dass du für sie Kurzvideos erstellst und auf den jeweiligen Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts und so weiter postest. Dafür kannst du im Monat schon ab 1500 Euro pro Kunde nehmen, wenn du ungefähr in der Woche 2 bis 3 Videos erstellst und diese hochlädst. Um diese Videos zu erstellen, musst du absolut kein Profi sein, sondern du kannst es mittlerweile mit relativ einfachen Apps machen, wie zum Beispiel CapCut oder InShot. Oder wenn du sogar schon ein bisschen erfahrener bist, dann kannst du natürlich auch ganz normale Schnittprogramme für Videografen nehmen. Das bedeutet, das ist wirklich eine Tätigkeit, die jeder machen kann. Es bedeutet auch neben einem Job, als Vollzeitjob, neben einem Studium, aber auch neben der Schule. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie funktioniert es jetzt genau und was braucht man alles dafür? Und zwar als allererstes brauchst du dafür natürlich ein Gewerbe. Hier gehst du einfach am besten zu deiner Gemeinde oder zu deiner Stadt und meldest einfach ein Gewerbe an. Das kostet ungefähr 25 bis 30, 35 Euro und schon bist du eigentlich in der Lage anzufangen. Das Einzige, was du dann noch als Hardware brauchst, ist eben ein Handy oder vielleicht sogar noch ein Laptop. Aber auch hier brauchst du nicht das neueste MacBook-Modell. Ja, ich habe selbst damals mit einem 200-Euro-PC in einem Kinderzimmer angefangen, mit einem selbstgebauten Schreibtisch. Von dem her, du brauchst da nicht die beste Ausstattung, aber du solltest natürlich ein Handy haben. Und wenn du einen PC hast, ist es noch umso besser. Dann ist es natürlich wichtig, mal die ersten Kunden zu akquirieren. Und da kannst du einfach mal gucken, welche Unternehmen gibt es bei dir so in der Region, die vielleicht schon auf Social Media sind, ja, und denen du dabei helfen könntest, deren Social Media noch besser auszubauen durch eben diese Kurzvideos. Zusätzlich hast du aber natürlich die Möglichkeit, wenn du Kurzvideos erstellst, in ganz Deutschland Unternehmen zu akquirieren. Und wie ich dir vorhin schon gesagt habe, der Markt ist unglaublich groß. Ja, es gibt 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland und alleine wenn du nur 10 Unternehmen gewinnst, ja, dann verdienst du schon über 10.000 Euro im Monat. Deshalb kannst du eben auch in ganz Deutschland akquirieren und kannst Unternehmen zum Beispiel auch über TikTok, über Instagram, über LinkedIn und so weiter anschreiben und denen deine Dienstleistung, also Kurzvideos erstellen und posten, anbieten. Wenn du dann die ersten Kunden gewonnen hast, wirst du sehen, wird das Ganze relativ schnell gut weitergehen, denn die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen ist unglaublich groß. Denn du musst überlegen, ja, früher, wenn man zum Beispiel irgendwie mal 1 Million Leute erreichen wollte, wie viel Geld musste man da ausgeben für Radiowerbung, Zeitungswerbung und so weiter. Und heute kann man das Ganze einfach mit einem einzigen Reel oder auch mit einem einzigen TikTok erreichen. Dementsprechend ist die Dienstleistung wirklich unglaublich gut, ja, und wird auch unglaublich viel Mehrwert für deine Kunden bringen. Und dementsprechend wirst du auch hier relativ schnell viele Weiterempfehlungen bekommen, wenn du deine ersten Kunden hast. Deshalb nutzt deine Möglichkeit, um eine eigene Kurzvideoagentur aufzubauen.
oder um allgemein Geld zu verdienen, brauchst du nicht die Idee, sondern viel, viel wichtiger ist, dass du schon etwas nimmst, was schon gut funktioniert und dass du dir dort einfach deinen Anteil sicherst. Wie gesagt, du brauchst nicht 3,5 Millionen Unternehmen, sondern es reicht, wenn du wirklich ein paar wenige Unternehmen generierst, um zusätzlich nebenbei 2.000 bis 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Wenn du jetzt allgemein Hilfe bei dem Aufbau deiner Agentur brauchst, wie gesagt, check gerne mal unten die Links in der Videobeschreibung ab. Dort kannst du dich auch unter anderem für ein kostenloses Telefonat einfach mal mit mir und meinem Team eintragen, wo wir dich mal kostenlos beraten, wie so eine Agentur für dich aussehen könnte und ob das Ganze für dich überhaupt Sinn macht. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir euer Feedback unten in die Kommentare und ansonsten kann ich euch jetzt nur noch viel Erfolg und viel Spaß beim Umsetzen wünschen, denn wie gesagt, der Markt ist da. Es macht unglaublich viel Spaß, aktuell dort auch Fuß zu fassen und dementsprechend wünsche ich euch da schon mal viel Erfolg. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.